Was ihr gerade gesehen habt, ist kein Werbespot für mehr Sicherheit bei Waldspaziergängen, sondern Hop. Der Action-Plattformer ist von den gleichen Entwicklern, die schon Torchlight 1 und 2 kreiert haben, und befindet sich momentan noch in der Entwicklung. Wir haben aber trotzdem schon einmal einen Blick darauf werfen können. Hop hat offensichtlich Humor. Und das, obwohl der Ausgangspunkt der Geschichte gar nicht so lustig ist. Wir wachen in einer Welt auf, die neben den seltsamsten Tierkombinationen vor allem jede Menge Ruinen vorzuweisen hat. Wo kommen die her? Wer hat die gebaut? Warum sind sie zerfallen? Und wieso sind wir der einzige unserer Spezies? Was sind wir überhaupt? Und was ist mit unserem Arm? Um herauszufinden, was mit der Welt passiert ist, müssen wir sie erst einmal reparieren. Überall in der Welt verteilt warten Rätsel auf uns, die wir nach und nach mit unseren besonderen Fähigkeiten lösen. Das beginnt ganz unaufgeregt mit riesigen Schalterrätseln, wird aber nach und nach anspruchsvoller, wenn sich unsere Kräfte weiterentwickeln. So können wir mit unserem mächtigen mechanischen Arm fragwürdigen Ursprungs beispielsweise von Anfang an ohne Probleme riesige Schrauben und Muttern bewegen. Strombarrieren können wir damit allerdings nicht überbrücken. Dazu brauchen wir erst unsere Teleportationsfähigkeit, die wir später im Spiel erhalten. Das bedeutet allerdings, dass wir nicht von Anfang an überall hinkommen. Es lohnt sich also, bereits besuchte Gebiete wieder abzugrasen. Denn je mehr wir sprichwörtlich an den Schrauben der Welt drehen, desto mehr verändert sich die Welt selbst. Und damit meinen wir wirklich die Welt im Sinne von dem Boden, auf dem wir laufen. Und das auf jeder Ebene. Als richtiger Plattformer bestehen die Level selbstverständlich aus mehreren Schichten, die wir bereits zu Anfang jeden Gebiets im Querschnitt bewundern können. Mit manchen Schaltern öffnen wir Türen in unterirdische Höhlen, mit anderen erschaffen wir Brücken, wo vorher keine waren. In einer Elektrowelt müssen wir sogar erst einmal einen riesigen Motor anwerfen, bevor überhaupt irgendetwas passiert. Das heißt aber nicht, dass wir immer ellenlange Mechanismen in Gang setzen müssen, um weiterzukommen. Manchmal reicht es auch, mit unserem gigantischen Arm Löcher in die Wand zu hämmern. Und manchmal sehen Abgründe nur unüberwindbar aus. Hop möchte nämlich vor allem, dass wir erkunden und ausprobieren. Es setzt uns nicht alles direkt vor die Nase, sondern lässt uns selbst herausfinden. Deswegen wird es auch keine klassischen Videosequenzen geben, die uns die Geschichte erzählen. Die Story wird viel eher durch die lebendige Welt um uns herum erzählt. Und das funktioniert super. Bereits am Anfang haben wir jede Menge Fragen, die auch am Ende unserer Anspielsession noch nicht geklärt sind. Gut so. Denn so wollen wir immer mehr von dieser Welt erkunden. Bis jetzt haben wir allerdings nur einen sehr kleinen Teil von ihr gesehen. Wenn der Rest der Spielwelt genauso abwechslungsreich und liebevoll gestaltet ist wie das, was wir bereits gesehen haben, hat Hop, auch wenn das kitschig klingt, seinen ganz eigenen Charme. Momentan haben wir noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für PlayStation 4 und PC. Sobald wir allerdings mehr über das Action- und Rätselpaket wissen, erfahrt ihr es hier auf games.de.